Ja, moin Ray, herzlich willkommen hier bei uns in der Schüko Arena. Hi. Ich würde dich gerne zum Anfang ein paar Fragen konfrontieren und die bitte ich dich mit einem Wort zu beantworten, okay? Alles klar. War früher alles besser? Nein. Was ist das Wichtigste im Leben? Frieden im Herzen. Ah, nur ein Wort, ne? Frieden. Wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube? Gute Frage. Was ist der Unterschied zwischen dem Rheinland und Ostwestfalen? Schwierig. Kölsch oder Wein? Wein. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Gutes Gefühl für Samstag, Hoffenheim? Ja. Und wie verkraftet man 3 Bundesligaspiele innerhalb von dann 7 Tagen? Anstrengend. Ja, wo wir schon bei Bundesliga sind, was war dein erster Gedanke, als am Sonntag war es, der Ball im Tor landete gegen Hertha? Was ging dir da durch den Kopf? Dass wir das hoffentlich jetzt auch über die Bühne kriegen noch. Ja, Uwe sagte, dass die Schüko Arena mit Zuschauern wohl abgerissen worden wäre. Würdest du dem Ganzen so zustimmen? Ja, doch, das glaube ich schon. Also mit den Fans jetzt hier im eigenen Stadion, glaube ich, das wäre schon ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gewesen. Es ist natürlich müßig zu erwähnen, aber ist es nicht schon auch irgendwie schade, dass man solche besonderen Momente dann immer wieder im Moment ohne Zuschauer erleben darf? Also wie fühlt sich das für euch an, immer wieder in diesen leeren Stadien zu spielen? Ja, definitiv. Aber uns geht es ja allen so, ne? Jeder einzelnen Mannschaft, weil dem Fußball einfach etwas auch abhanden kommt. Aber gerade dieser Profisport, der lebt ja auch einfach von dieser Atmosphäre, von den Fankulturen. Das ist schon ziemlich schade, dass das jetzt halt einfach nicht mehr vorhanden ist. Aber man hat sich auch mittlerweile schon ein Stück weit dran gewöhnt. Ich würde sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Wusstest du denn, dass zwischen deinem ersten Bundesligator und deinem Debüt knapp 4000 Tage lagen? Nee, wusste ich nicht. Hat der Cello mir aber direkt gesagt, einen Tag später. Also wurdest du schon hier und da des Öfteren darauf angesprochen, Ja. ne? Wenn du mal zurückblickst, du bist jetzt ja schon recht lange im Geschäft, hättest du gedacht, dass es dann so lange dauert, bis es zum ersten Bundesligator kommt? Ich meine, das ist eine sehr schwierige Frage, aber wie würdest du das so rückwirkend betrachten? Nee, gar nicht schwierig, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, da hat man noch ganz andere Vorstellungen oder was heißt ganz andere Vorstellungen? Die Vorstellungen, die sind halt einfach zu dem Zeitpunkt dann, sage ich mal, vielleicht ein bisschen träumerisch auch, klar, so möchte ich es mal ausdrücken, was nicht heißen soll, dass das schlecht ist. Aber ja, damals zu dem Zeitpunkt hat man sich das natürlich schon anders vorgestellt. Und wenn du uns mal mitnimmst nach damals, was waren so vielleicht die Träume, die du in deiner jungen Zeit hattest, also als du mit der Profikarriere begonnen hast? Was waren da vielleicht die Ziele, die du heute dann eben nicht mehr hast, weil du schon viel reifer oder weiter bist? Ja, du bist U17 Europameister, du gewinnst zweimal die Fritz-Walter-Medaille, du hörst in den Medien hier und da, wirst du einfach in den höchsten Tönen gelobt. Und natürlich mit so einem jungen Spieler, das macht natürlich auch etwas mit dir. Ne? Und da denkst du natürlich dann, glaube ich, auch ein Stück weit, du bist es und kommst dann aber auch in den Profibereich, in den Seniorenbereich und hast dann auch einen Trainer, der komplett anders ist als die Jugendtrainer, die du hattest, wo das Gesamte einfach, auch das Gesamte drumherum, einfach anders ist als in der Jugend. Und damit muss man erstmal auch klarkommen, da muss man sich erstmal auch dran gewöhnen. Und ja, es verändert einfach Dinge ganz, ganz schnell. Und wenn du das jetzt auf heute projizieren würdest, was sind momentan noch so Ziele oder Vorstellungen, die du von deinen nächsten Jahren in der Karriere so hast? Gibt es da irgendwelche Ja, Sachen? also aktuell ist es ganz klar, ich glaube, das spreche ich für die gesamte Mannschaft, dass das Hauptziel bei uns erstmal der Klassenerhalt ist und alles andere kommt danach. Wie sehr trifft dich denn diese momentane Pandemie in deinem Leben? Ich meine, die Familie spielt bei dir eine sehr wichtige Rolle. Du hast 2 Kinder. Wie managt Familie Jabo im Moment so dieses doch schon etwas komische, ja, Leben, den Alltag? Ist schwierig. Offen gesagt, weil mit den 2 kleinen Kindern zu Hause kann auch nicht in die Kita gehen. Ich meine, die ganz Kleine ist auch noch nicht so weit, das muss man an der Stelle auch erwähnen. Aber für den Großen ist das dann schon auch ein Stück weit frustrierend, weil er dann halt auch einfach ausgelastet werden muss. Ne? Er hat dann halt einfach die Ansprüche, dass man dann halt einfach die Zeit mit ihm verbringt, die sich dann natürlich in der Zeit nochmal häuft, als wenn jetzt
einen ganz normalen Ablauf hätten, der aber aktuell ja gerade nicht da ist. Und von daher ist es schon auch anstrengend, einfach dem dann auch gerecht zu werden. Schränkt dich das denn in deiner Funktion als aktiver Fußballspieler hier bei uns im Kader irgendwie ein? Ich meine, wenn man mal den Dreh heute nimmt, du bist ein bisschen später gekommen als vielleicht die anderen Spieler in den Wochen zuvor, die immer nach dem Training sofort kommen können. Du hast gesagt, ein bisschen später, weil eben noch zu Hause Familie. Schränkt euch das ein? Müsst ihr euch da immer absprechen, so wer gerade was macht? Ja, definitiv, natürlich. Also wir haben einen Familienplan, einen Wochenplan, wo wir uns halt auch wirklich die Aufgaben aufteilen, weil es gehört einfach auch dazu, dass wir halt auch innerhalb der Familie einfach eine Struktur haben. Und gerade durch die Situation ist es, glaube ich, nochmal umso wichtiger, dass wir da halt einfach, ja, alle auf derselben Wellenlänge sind, damit wir halt auch allen Ansprüchen dann auch gerecht werden können. Ja. Lass uns zum Abschluss dann nochmal ein bisschen zum Sport kommen. Am Wochenende geht es für uns nach Hoffenheim. Gegen die TSG hast du in deiner langen Karriere trotz vieler Gegner noch nie gespielt. Ist das vielleicht für dich dann auch nochmal eine besondere Situation, weil eben neue Mannschaft, neues Stadion? Wie gehst du damit um? Nee, jetzt nicht wirklich. Also für mich ist es einfach schon wieder besonders, weil ich dann auch wieder auf ehemalige Mitspieler treffe. Munas Dabur, Sturmpartner, und Jadje Samaseko. Und allein deswegen freut es mich schon einfach, gegen Hoffenheim antreten zu können. Und was erwartest du für ein Spiel? Ihr habt ja Hoffenheim jetzt auch in der Trainingswoche wahrscheinlich gut analysiert. Du kennst die Spielweise, verschiedene Gegenspieler. Was erwartest du für ein Spiel? Also eins ist mal ganz klar, dass jedes einzelne Spiel für uns eine große Aufgabe darstellt, weil jede einzelne Mannschaft in der ersten Bundesliga einfach eine unfassbare Qualität hat. Das trifft genauso auf Hoffenheim zu. Und wir haben gesehen, dass sie wirklich sehr, sehr spielstark sind, dass sie wirklich auch gut ins Gegenpressing gehen, dass sie gute Einzelspieler haben. Ja, und da wird es halt einfach auch wieder wichtig sein für uns, dass wir kompakt, strukturiert, fleißig und diszipliniert gegen den Ball arbeiten, um uns dann aber auch mit Ball dann Chancen nach vorne herausspielen zu können. Also es wird wie von Spieltag zu Spieltag immer wieder die gleiche Aufgabe. Es wird eine große Aufgabe, eine große Herausforderung. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, ob du für Samstag ein gutes Gefühl hast. Du hast ja gesagt. Jetzt gebe ich dir noch mal ein paar mehr Wörter für den Schluss, warum du ein gutes Gefühl hast. Du hast das letzte Spiel gewonnen, ganz klar. Und ich glaube, dass dieses Spiel halt einfach auch gezeigt hat, was auch in uns steckt, was wir können. Und wenn wir das schaffen, was nicht einfach ist, das immer wieder auf den Platz bringen zu können, dann glaube ich einfach, dass wir die Wahrscheinlichkeit steigern, dass wir mehr Spiele für uns entscheiden. Dafür drücken wir alle die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit und Samstag natürlich viel Erfolg. Gerne doch.